Ah, wir haben es geschafft. Wir müssen die in der letzten Folge aufgetretenen technischen, nee, Soundprobleme entschuldigen. Wir haben es jetzt endlich herausgefunden, warum Marlene so leise war. Genau. Und wir hoffen, dass es jetzt so schön bleibt, wie ich es jetzt eingestellt habe. Und wenn das dann alles fertig ist, können wir eventuell sogar noch Wir weiterspielen. können jetzt Hurra! weiterspielen. Das Speichern. ist toll! Wir sind hier stehen geblieben. Genau. Und es geht. Ist das eigentlich Wetterunabhängig. unser Auto? Oder nee, nee, unser Auto, nee. Kann ja nicht Nee, sein, unser Auto ist Quatsch. doch gegen Baum gekracht. Ja. Ja. Was ist das denn hier? Schauen wir mal. Ein Schnabeltier. Ein Hase. Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Oh Gott, ist das das, was wir überfahren Komm haben? schon, wir kommen zu spät. Nein, das ist doch eine ganz andere Zeit. Wie können das? Das ist doch unlogisch. Warte mal, das ist ein Hase? Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Wahrscheinlich. Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Andererseits, wenn die wirklich eine psychische Störung hat, warum nicht, ne? Ja. Ja. Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. So, wir haben jetzt alles. Und der Hase ist auch das Momento. Memento. Memento. Ah? Und? Ja. Oh Gott, in drei. Cool. Das war jetzt relativ simpel, ne? Das war relativ simpel. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war. Wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist, hey, vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich, irgendwas. Ähnlich wie dramaturgisch. Wichtig tourisches. Naja. Coole Story, Neil. Wirklich cool. Okay. Armes Ding, was ist da eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Ah, das ist wirklich Schau grässlich. mich nicht so an. Doch, dich, genau dich. Es riecht nach Bauernhof hier. Aha. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von dir verschwinden. Ja, wir gucken mal, wo es jetzt hier hingeht. Ja. War das früh? Oh! Oh, ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd, ein Pferd. Blinden. Wow! Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf dieses Pferd zu reiten. Auf diesem Pferd. Diesem. Wie alt bist du? Fünf? Ja, okay. Ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Du nervst. Ja. Hör auf, Zeit zu verschwenden, Neil. Oh Mist. Das ist nicht traurig. Oh nein. Ah, steh nicht so blöd in der Gegend rum, hol mich hier runter. Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Jetzt musst du den echt herunterholen. Oh Gott, und dann möchte ich gleich mal was zu der Notiz lesen, wenn wir das gemacht haben. Wo ist er denn jetzt? Irgendwo, wir müssen ihn suchen. Nein. Hm.
Hör diesen Vollidiot nicht da lassen, wo er ist. Ich meine, der hat ja eigentlich noch nicht so viel gemacht. Ah, da. Nee. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar, sie macht es nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das, ich bin kein Kind. Oh, oh, oh. Anne, jetzt bist du. Anne, eh? Oh, oh! Oh! Riva! Juhu! Warum wartest du? Komm schon! Los, mach mal! Oh, die Musik ist ja so schön. Genießen wir diese Musik. Hey, warte auf mich! Ich frage mich, ob Nils schon von dem Pferd heruntergekommen ist. Das hier liegt 20% über meinen Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Das ist so klasse. Ach, zum Maiskolben damit. Steck dir jetzt auch aufs Pferd, oh Gott. Oh je, jetzt muss ich steuern. Wo ist denn? Ja. Da oben, wir müssen ihn fangen. Komm schon. Ach, das steuert sich aber nicht gut. Also das Pferd, das steuert sich beschissener denn je. Also sowas Beschissenes habe ich noch nicht gesehen. Okay. Es ist keine angenehme Sache, das hier zu machen. Ich krieg ihn auch nicht, so wie ich mich auch anstrenge. Ach Gott, immer noch besser als Treppen in den King's Quest-Spielen zu steigen. Und wenn du dem irgendwie entgegenreitest? Ich versuche es. Solange genießen wir erstmal die Musik. Viel Spaß. Ja. Ah, wie kann man nur so eine beschissene Steuerung hier einbauen, ey? Wenn ich nach oben drücke, dann läuft das nicht nach oben. Ich muss zweimal nach oben drücken, bevor das überhaupt mal reagiert. Ich muss jetzt dreimal nach rechts drücken, damit das überhaupt losläuft. Mhm. Guck mal, es ist auch viel schneller als ich. Das sage ich ja, wenn du aus der anderen Richtung kommst. Ich kann das, glaube ich, gar nicht kriegen. Weil immer, wenn ich kurz davor bin, hält mein Pferd an. Okay. Ja, toll. Was soll ich jetzt denn machen? Ja, guck mal, ich bin auch nicht durch ihn durchgeritten. Was soll, was will er von mir? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir selbst nicht helfen. Also, kann ich irgendwas machen? Ich kann wirklich nichts machen. Leertaste zum Galoppieren? Ja, ich galoppiere dich schon die ganze Zeit eigentlich. Ach so, das wusste ich nicht. Ich sehe hier einfach nur so... Oh, was? Ich danke dir. Das war jetzt mal eine schwierige Sache. Spiel. Aber richtig verstanden habe ich das jetzt nicht. Ja, ist auch egal. Ich auch nicht. Wie können wir denn überhaupt jetzt hier runter wieder? Das Moment habe ich das weiterwerfen, aber ich setze mich nicht nochmal auf das Pferd. Geh du und besorg uns die restlichen Links.
Memory Links. Jetzt müssen wir mit dem Pferd rumrachen. Du Scheiße. Aha. Wie viele brauchen wir denn noch? Ich weiß nicht. Steht auch gar nichts unten. Ah, jetzt. Okay. Hui, das war etwas schwierig. Ideal 4. Ja, mal überlegen. Die Musik fand ich das am schönsten hier. Merkt euch das. Die schönste Musik gibt es beim Pferderennen. In diesem Spiel, falls ihr es auch mal spielt. Na cool. Wir sind jetzt immer noch hier. Die Diagnose steht fest. Dr. Lee, ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Ups, ich glaube, ich bin eine Frau. Leider, und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Atwood. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Warum haben Sie gerade so tief gesprochen? Weil ich ein bisschen erkältet bin. Nun, sind Sie beide ein Paar? Und verheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Noch. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Und was hat die denn? Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Das ist Wissen. Nö. Und wie sehen Sie das, junger Mann? Nun ja, ich bin ein bisschen heiser. Ah, nein, ist alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Ja, auch wenn Sie nicht lesen mögen. Meine Stimme. Weil Sie ein Mann sind. Okay, meine Stimme ist gleich ganz weg. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Meine Stimme ist auch so komisch. Ich lieber nicht. Nein, okay, Spaß. Ein bisschen Spaß gehört auch dazu, ja. Ja, natürlich. So nicht. So. Es ist Ihre Entscheidung. Gut, junger Mann, wenn Sie nicht lesen möchten. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hippotherapie, die könnte ihr helfen. Also immer schön auf Fettchen reiten. Ein Mensch nördlich von hier bietet sie an, ich könnte das in die Wege leiten. Habe ich auch schon getan. Und sie ist ja auch schon geritten. In der Zukunft. Selber. Ja. Ich hab's dir doch gesagt. Was hat die denn jetzt? Aber irgendwas, weiß ich nicht. Was ja, irgendeine hat. Störung, wogegen Reiten hilft. Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren. Und was wir noch so Schönes finden in der komischen Arztpraxis mit den heisernen Menschen, sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Ja. Bis dann. Bleibt dran.